Hey ho, let's go! Hier ist euer iRockstar Rocks 2012, was auch immer. Heute mal ein kleines LOL Replay Gameplay habe ich mehr oder weniger aufgenommen mit LOL Replay, einem Programm, was von LOL selber gemacht wurde, damit man sich seine Replays Die aufnehmen kann Vasallen und im sind Nachhinein regiert. kommentieren kann, was auch immer, mit Freunden anschauen, bei YouTube hochladen, egal was. Ich möchte wissen, was man sonst auch alles damit machen kann. Egal. Ja, wir spielen hier Master Yi. Ich habe mir am Anfang mal erstmal so ein schönes Langschwert plus 10 Angriffsschaden gekauft und einen Haltrank. Das müsste erstmal reichen. Wir haben hier in unserem Team noch den Herakim auf meiner Line, auf der Top Line und den Karthus in der Mitte. Der Karthus gegen den Sivir. Ja, auf der Bot Lane haben wir noch Swain. Und den Pantheon gegen G und weiß ich gar nicht. Jedenfalls bei uns, wir spielen gegen den Draven OP, der letztens rauskam, und gegen Six, wie man es mal aussprechen möge, der mit seinen kleinen Bomben oder mit seinem Messerchen, ey. Bomben, ja. Bisschen blöd, die haben uns am Anfang hier ein bisschen schon runtergeschammelt. Das Gameplay hat einen ziemlich guten Endscore. Nachher ist noch eine kleine Überraschung für mich drinne, für euch drinne, mich drinne. Naja, ich kenne das ja schon, ich habe es ja selber gespielt. So, wir sehen hier gleich, ja, das Leben ist jetzt, muss ich immer draufklicken, weil das ist, nimmt der LOL-Replay nicht immer so gut auf. Aber wir sehen hier, Sivir hat immer noch voll Life und Karthus chillt mit seinen 90 Leben, mit seinen 82 Leben hier ein bisschen rum. Hat den Saphir-Kristall und die zwei Heiltränke eingepackt, aber irgendwie ist es so, dass Karthus sich doch da noch mit seinen 126, 130 Leben vorangreift. Der Sieger kommt, knallt nochmal was drauf. Erstes Es passiert immer Blut. noch nichts. Und dann sehen wir, der Karthus stirbt durch die eisernen Wurfhände, Wurf-Shurikens von dem Sie, von der Sivir. So, hier sind wir wieder bei mir. Ich habe mal wieder totale 232 Leben. Ein paar Minion-Kills, erst 5. Im Vergleich zum anderen. Naja, Swain ein bisschen mehr, aber sonst ist da jetzt kein großer Unterschied zu jedem anderen. Wir sind ja auch erst Level 2. Ja, so. Ich würde mal sagen, wir switchen aber nochmal langsam ein bisschen vor, weil sonst wird das den ganzen Zuschauern zu langweilig. Dann gehen wir mal wieder in die Mitte, weil hier kommt wieder Karthus, angerankt, hat wieder Full Life, war er sich nämlich nach seinem Tod wieder. Ja, hat sich vollgeheilt. Ist ja klar. Man wird ja wiedergelebt. Da kommt unser Sivir und knallt ihn einzeln mit ihren Shurikens. Nehmen sein Leben runter. Und wie wir sehen, da hat er fast schon sein ganzes, der hat sein Leben verloren. Da macht er wieder sein Portal links. Links da. Ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß nicht, den Namen dafür. Sivir hat noch den Durian. Dorans Klinge. Dorian. Was habe ich noch für einen Namensdinger? Und, ja. 115 Leben ist nicht so viel. Der Karthus müsste eigentlich aufpassen. Und da klatscht er schon wieder 36. Und da sehen wir schon wieder die Subject 17. Die Sivir hat den Karthus wieder mal geowned. Mit 2 Kills ist sie eigentlich auch die führende Kraft hier. Und sonst ist noch nichts los. Hier sehen wir. Der Swain geht schon richtig gut ab, aber der Pantheon hat gerade den G geowned. Mit seinem Schild und mit seinem Speerchen. Nicht riesig spektakulär, weil der kleine Weiger wieder da hinten her getroffelt kommt. Mit seiner, naja, Level 6 hat er seine OP-Ulti. Jeder, vielleicht weiß jeder, dass die total OP ist, aber naja. Man muss ja nicht Dings spielen, man muss ja nicht den Weiger spielen. So. Der Karthus kommt wieder zurück, wieder mit Full Life. Der ist eigentlich hier, der am meisten geowned wird im ganzen Spiel. Dann spulen wir ein bisschen vor, weil ich habe so eine Ahnung, dass der Karthus nicht mehr lange leben wird. Er ownt hier zwar noch ziemlich in einem Single Mode allein den Tower oder versucht ihn jedenfalls zu ownen, auch wenn der Tower noch Full Life hat. Mehr oder weniger.
Es backt ein bisschen rum, aber egal, ist doch nur ein Spiel, meine Güte. Und wir sehen ja, Siva kommt von hinten. Versucht, hat er mal ein bisschen runtergeownt. Der Karthus hat noch 380 Leben, 18 Mana, hat es ein bisschen hoch, hat es ein bisschen sein Mana hoch, 16 Mana ein bisschen. Und irgendwie passiert ja nicht so viel, aber egal. Wir sehen, das ist nicht so schlimm. Egal. Bisschen geowned, das ist nicht schlimm, aber das war jetzt auch ein bisschen zu langweilig. Naja, nicht. Hier haben wir noch, wir gehen ja gerade ein bisschen weg. Weil ich muss mir noch ein paar Sachen kaufen, habe mir noch gerade die Klinge der Habgier reingepfeffert. Plus 12 kritische Treffer, Chance, kritische Treffer. Und da knall ich auch schon hinterher. Ich muss dann wieder langsam machen, weil sonst ist das alles ein bisschen blödel. Ich habe Full Life, ein bisschen Mana ist weggegangen. Der Draven hat total kein Mana mehr. Nur noch sein Mini-Schommel-Dings da. Da kommt Six von der Seite mit seinen Bäumchen. Aber ich renne natürlich weg. Ich bin ja cool. Da kommt Herakim und will den ein bisschen ownen, aber verfehlt total. Und ich glaube, der Herakim ist auch schon wieder fast tot, obwohl er noch 200 Leben hat von seinen 1010. Dann hat er schon wieder 50 Mana gereckt und wir recken uns gerade um so ein W, was ich finde eigentlich total unterpowered ist. Auch wenn man hier sieht, dass er eigentlich schon schöner hochgehalten hat, hat eine viel zu hohe Abwägungszeit, meiner Meinung nach, und man muss stehen, während man die Meditation verübt. Da bin ich schon mit meinem Q gerade reingesprungen, hat aber jetzt nicht sehr viel genutzt. Die sind fast bei der Half-Life, oder sind eigentlich Half-Life, würde ich mal ja sagen. Die pushen ein bisschen zu unserem Tower hin, der Tower hat noch 17 Leben. Sonst ist eigentlich im Moment keine atemberaubende Stimmung im Gange, aber naja, wir sehen hier. Es kann sich noch gut entwickeln. Wir sind erst bei der 9 Minute 40. Die gehen wir gerade weg, weil ich gerade im Moment keinen Bock habe, dass sie mich einfach im Tower rushen, weil die Minions von dem Tower angegriffen werden. Und ja, ich bin Level 6, habe schon meine geile Ulti, die beste Ulti ever, die ich hier gesehen habe. Die einfach nur geil ist. Oh, die ist so mega, aber da könnte ich schon wieder ein. Naja, Draven schon 7, unser Six schon 6. In der Mitte sieht es ein bisschen anders aus. Unsere Sivir ist schon 8 mit ihren ganzen Kills. Hier hockt gerade Herakim totale Busch. Er wartet wahrscheinlich darauf, dass ich rauskomme, weil ich habe so geschrieben hier: Wait, Herakim, I kill this fucking Shitler. Go. Hier sehen wir, ich habe ihm ein Zeichen gegeben. Ich skype nicht mit dem, aber dann knall ich drauf und dann BATZ ist er weg. Das war so ein schöner Hacken-Kill, Camping-Kill. Weil wir drei will sagen, fucking Camper, aber hier ist es ja eher Standard. Good job, top. Danke, Kratos. So. Bam, bam, bam. Ich führe ein bisschen vor, weil das ist jetzt nur ein paar Minion-Kills, die jetzt nicht keinen so doll interessieren. Ich renne noch ein bisschen rum, weil ich will ein bisschen Mitte pushen. Und gerade haben wir gerade einen Kill verpasst. Unser Swain hat den lieben Sivir. Nein. Keine Ahnung, hat ebenfalls irgendwann geohnt. Ich habe es gerade nicht gesehen. Ich war ein bisschen total verpackt. Herakim hat gerade noch den Sivir vollends gekillt mit einem Unterstützer von dem Karthus. Und jetzt sind wir gerade wieder weg, weil wir Bock auf Toplane haben. Unsere eigene Lane, weil wir wollen nämlich die Mitte pushen. Gerade ist Draven Level abgeworden. Wir sind noch Level 7, aber das macht ja nichts. Wir sind ja auch noch gut dabei. Und da gehe ich schon drauf mit meinem E und mit meinem Q und renne wieder weg. Warte, bis Herakim von hinten kommt. Will dann noch bis nach hinten ziehen. Der haut mich viel zu schnell runter. Das ist schon ein bisschen scheiße. Ich kann ihn leider nicht mehr pushen. Der macht sein R und ich habe nur noch 13 Leben. Mit 13 Leben komme ich gerade noch so weg. Da habe ich so ein Glück gehabt, ey. Ich habe mich da so ein Fäustchen gefreut, ey. Ein bisschen aufgesprungen, hätte gesagt, oh du sei, aber naja, ich konnte leider nicht mit dem skypen. Es gibt ja auch keinen öffentlichen Chat und sowas. Also nicht doch öffentlichen Chat gibt es schon bei LOL, aber nicht so ein, ja, Talk Chat, Talk to Push, Push to Talk, was auch immer. So, die Sieben in der Karte sind wieder in der Mitte. Ich bin gerade zurück, dann ist das egal, dann brauchen wir uns nicht. Hier sehen wir schon wieder der Sieben. Knallt mit seinen 588 Leben noch alles gut weg. Der Karthus hat noch 600. Aber von dem höheren Leben ist das ein bisschen Unterschied. 300. Joa. Ich hole mir mal ein kleines bisschen vor. Weil der Karthus, der fällt auch schön gerne mal. Und immer weniger Leben, muss ich dazu sagen.
macht mir seine ganzen Zauber, will den eigentlich runter.